Der Huangshan ist in China ein Nationalsymbol. Gleichauf mit der großen Mauer und dem Fluss Yangtze. Jeder Chinese will wenigstens einmal in seinem Leben auf diesem Berg, der eigentlich ein Gebirge mit 72 Gipfeln ist. Für die Chinesen ist der Huangshan der Berg der Berge. Sie bewundern und verehren die Felsformationen, die uralten knorrigen Kiefern und das Wolkenmeer, aus dem die Bergspitzen aufragen. Im 17. Jahrhundert schrieb der Geograf Xu Xiake: Wer auf diesem Berg gewesen ist, muss nicht weitersuchen. Schönere Bilder wird das Auge nirgends erblicken. Und er hatte viele andere Berge gesehen und bestiegen. Die berühmteste Gebirgskette Chinas liegt im Südosten des Landes in der kleinen Provinz Anhui, etwa eine Flugstunde von Shanghai entfernt. Das Gebirge hat eine Ausdehnung von 154 Quadratkilometern. Am Fuße des Huangshan liegt das Dorf Sidi. Etwa 700 Menschen leben hier in den typischen alten Bauten im Stil der Ming- und Qing-Dynastie des 14. bis 19. Jahrhunderts. Das sehr gut erhaltene Ensemble der Wohnhäuser wurde vor einigen Jahren in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Für die stress- und lärmgeplagten Chinesen aus den boomenden Großstädten, die zum Huangshan kommen, ist Sidi eine Oase der Ruhe, ein Ort, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Abseits der früheren Handelswege gelegen, wurde Sidi von allen Kriegswirren in China verschont und konnte so seinen Charme bis heute bewahren. Für viele Besucher ist Sidi deshalb der Ausgangspunkt, um sich auf ihre Entdeckungsreise zum Huangshan einzustimmen. Die Bewohner des Dorfes leben von ihrer Landwirtschaft und lassen sich von den Gästen nur wenig stören. Eine Spezialität in Sidi ist die Kalligraphie, die chinesische Schreibkunst, die sich im 3. Jahrhundert entwickelt hat. Bereits seit 2000 Jahren wird der Tintenstein hier in der Region abgebaut. Unverzichtbar für Millionen Chinesen, die die Kalligraphie als eigene Kunstform praktizieren. Auch viele Maler und andere Künstler verwenden bis heute diesen Naturstein. Der 36-jährige Feng Cihua ist ein Meister in der Veredelung des Tintensteins, der in seiner Beschaffenheit mit dem Speckstein vergleichbar ist. Unter seinen Händen entstehen in manchmal monatelanger Arbeit Reliefs und Schalen, die Geschichten aus der Region des Huangshan erzählen. Sie verdeutlichen, welche Anziehung von diesem Berg ausgeht und welche Inspiration in ihm steckt. Künstler wie Feng Cihua sehen in den Gesteinsformen des Berges die männliche Yang-Energie und in den Wolken die weibliche Yin-Energie. Sonnenauf- und Untergänge, ziehende Nebelschwaden, sich wandelnde Wolkenformationen. Es sind vor allem die mystischen Stimmungen am Huangshan, die seit vielen Jahrhunderten die Fantasien von Kalligraphen, Malern und Poeten beflügeln.
黄渡垂危望阳方，羌台赤草得福源，参军过别羌河雨，古训三方何以当？ Chang Mai-Hsiang ist Professor der Philosophie. Er weiß gar nicht genau, wie viele Gedichte er über das Huangshan-Gebirge geschrieben hat. Sie sind weit über die Grenzen von Anhui hinaus bekannt und der Poet genießt großes Ansehen. Das Huangshan ist endlos an Gipfeln. Kein Gipfel ohne Fels, kein Fels ohne Kiefer und keine Kiefer ohne bizarre Gestalt, was die Menschen zu endlosen Fantasien anregt. Andere Berge bestechen durch ihre einfache Form. Das Huangshan besticht durch Wandel und ist nicht greifbar. Das Wolkenmeer birgt Poesie. Das Huangshan ist ein Maler. Seit je sind die Wolken hier ein Meer aus allen Richtungen. Der Berg gründet an den Wolken und die Wolken sind eins mit dem Berg. Dichter Nebel bildet eine unwirkliche und gleichzeitig reale Szenerie von Sein und Nichtsein. Mal wie von tausend Segeln, mal wie Boote im Meer. Das Huangshan ist ein magisches Gebirge, ein unbesiegbares Gebirge. Mit seinen Gedichten will er die Menschen froh stimmen, wie er sagt. Deshalb steigt er immer wieder hinauf. Bis vor etwa 1300 Jahren hieß die Gebirgskette noch Yishan. Der Name Huangshan, gelber Berg, entspringt einer Legende. Sie erzählt davon, dass der gelbe Kaiser Huangdi vor rund 5000 Jahren hier Heilkräuter für ein Unsterblichkeitselixier gesucht und gefunden haben soll und zum Himmel aufstieg. Aus Ehrerbietung gegenüber seinem Vorfahren gab ein späterer Kaiser dem Gebirge den neuen Namen. Der gelbe Kaiser gilt als einer der fünf mythischen Gründungsväter Chinas. Auch wenn sich in der Vergangenheit am Gelben Berg immer wieder Daoisten und Buddhisten ansiedelten und Tempel bauten, wurde die Gebirgskette niemals offiziell in den Stand eines sakralen Berges erhoben. Trotzdem kamen über vier Jahrtausende fast alle Könige und Kaiser zum Berg der Berge. Später dann auch Parteiführer wie Deng Xiaoping. Alle zeigten sich gleichermaßen beeindruckt. Von der bizarren Landschaft, der reichen Pflanzenwelt, von den außergewöhnlichen Schirmkiefern, die sogar in der kleinsten Felsspalte Halt finden und auch die höchsten Gipfel auf über 1800 Metern verschönern. Dieser Baum symbolisiert das heutige chinesische Volk. Einer seiner 56 Äste steht für die Mehrheit der Han-Chinesen, die anderen für die 55 ethnischen Minderheiten des Landes. Auf dem nahrhaften Waldboden an den flacheren Hängen und in den Tälern des Huangshan gedeihen die unterschiedlichsten Heilpflanzen. Das Kraut der Unsterblichkeit des Gelben Kaisers sei wohl nicht zu finden, erzählt der 78-jährige He Chen Han. Der Professor für Naturmedizin kennt die Pflanzen sehr genau, die in der chinesischen Naturheilkunde eine wichtige Rolle spielen. Diese Pflanze hier heißt Tiananzin und die Frucht nach der Blüte Yeyumi. Die ist leider giftig. Aber die Wurzeln können zur Abschwellung und Schmerzlinderung verwendet werden.
Dazu müssen sie zusammen mit den Blättern zerstampft werden. Dann gibt man etwas Salz hinzu und legt diese Mischung auf die betreffende Stelle. Unverzüglich geht die Entzündung zurück und die Schmerzen lassen nach. Soll diese Medizin in Form von Tabletten verabreicht werden, muss die Masse durch stetiges Verkleinern in diese Form gebracht werden. Diese hier heißt Chiu-Chien-Chiao. Sie beruhigt oder fördert den Harndrang. Eingenommen wird die Medizin in Form eines Sudes. Sie wirkt auch gegen Hitze, Mund- und Zungentrockenheit. Ungefähr 50 Pflanzen mit therapeutischer Wirkung schätzt er wachsen hier. Wahrscheinlich seien es sogar mehr. Diese hier heißt Dali. Sie ist von saurem und beißendem Geschmack, hat aber eine sehr gute entzündungsbeseitigende Wirkung. Die Menschen hier behandeln damit Gelenkerkrankungen. Auch hiervon werden die Wurzeln verwendet und zerstampft und Salz dazu gegeben. Die Masse wird aufgetragen. Sedang Gui wird in der Frauenheilkunde verwendet. Die Pflanze beruhigt und stoppt Blutungen. Wenn He Chen Han heute durch die Wälder streift, befällt ihn Wehmut. Denn einiges hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Nach den Geschichtsbüchern über den Huanshan gibt es hier ja eine lange Tradition der Heilpflanzen. Schließlich soll ja der legendäre gelbe Kaiser hier durch die Heilpflanzen unsterblich geworden sein. Heute werden sie hier geschützt und dürfen nicht mehr gepflückt werden. Vor der Kulturrevolution haben alle Krankenhäuser und Institute der chinesischen Medizin am Huanshan die benötigten Pflanzen gepflückt. Heute werden sie aus anderen Regionen beliefert. Denn seit 1990 zählt die Huangshan-Region zum Weltnatur- und Kulturerbe der UNESCO. Ausschlaggebend für die Ernennung war die einzigartige Naturlandschaft mit der seltenen Beschaffenheit der Granitgipfel, die teilweise aussehen wie riesige Stalagmiten, und die 10.000 Kiefern, die älter als 100 Jahre sind. Eingeschränkt darf das Gelände für die Besucher zugänglich gemacht werden. Die Fairyland-Brücke entstand 1985. Ein spektakulärer Anblick und faszinierende Ausblicke. Diese Schlösser an zahlreichen Aussichtspunkten am Huangshan sind eine Liebeserklärung an den Berg und an den Lebens- oder Ehepartner. Hier oben, an diesem mythischen Ort, seinen Liebes- und Treueschwur das erste Mal abzugeben oder ihn zu erneuern, ist für viele Chinesen das wichtigste Ritual am Berg der Berge. Doch er zieht nicht nur Liebespaare oder Dichter an. Mittlerweile sind es vor allem professionelle Fotografen, die mit modernster Technik versuchen, die Magie dieses Naturschauspiels der wechselnden Augenblicke festzuhalten. Einer von ihnen ist Yao Yuqin. Er lebt inzwischen auf diesem Berg, um möglichst wenige Momente des ewig dauernden Schauspiels der Veränderungen zu verpassen. Seine Fotobücher über den Huangshan werden in der ganzen Provinz Anhui verkauft. Beim Fotografieren, erzählt der 52-Jährige, verliere er immer wieder das Gefühl für Zeit und Raum. Ich arbeite bereits seit über 20 Jahren hier oben auf dem Huangshan. Seit 5 bis 6 Jahren fotografiere ich. Dabei sind einige 10.000 Bilder entstanden.
Davon habe ich etwa 300 Bilder für ein Buch ausgesucht, die repräsentativ für diese Landschaft sind. Das Huangshan mit seiner Berglandschaft hat ja einen typischen Stil der Landschaftsmalerei hervorgebracht. Und ich habe früher Malerei studiert. Doch später hatte ich das Gefühl, dass ich mit der Anwendung von Maltechniken nur schwer die Verwunschenheit und Schönheit des Huangshan ausdrücken kann. So habe ich dann die Fotografie für meine Darstellung des Gebirges ausgewählt. Ich glaube, diese Kunst bringt die Schönheit des Huangshan am besten zur Geltung. Jede Jahreszeit hat für ihn ihren ganz eigenen Reiz. Der Winter am Huangshan mit seinen häufigen Wolkenmeeren ist sehr schön. Auch klare Tage kommen oft vor. Und es kommen natürlich wenige Besucher, sodass es sehr ruhig ist. Schaut euch gerne meine Bilder aus dem Winter an. Egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit. Die wechselvollen Wolkenmeere bilden immer wieder eine großartige Szenerie. Gleichzeitig beherrscht von Bewegung und Ruhe. Das ist die eine Seite des Huangshan. Die andere ist, dass genau diese vollendete Harmonie inzwischen bis zu 1,5 Millionen Besucher jährlich anzieht. Und natürlich müssen die hier oben unter anderem mit Essen und Getränken versorgt werden. Manche bleiben auch über Nacht in einem der 7 Hotels. Für den Nachschub mit Wäsche oder die Entsorgung von Müll sind etwa 250 professionelle Träger verantwortlich. Sie haben einen harten Job, denn es geht nur rauf oder runter. Und ähnlich wie im Himalaya-Gebirge tragen auch hier die Männer Lasten von bis zu 90 Kilogramm. Je höher das Gewicht, desto mehr Geld bekommen sie. Bis zu 300 Yen, etwa 35 Euro, kann ein Träger pro Tag verdienen. Der 38-jährige Chang He Ping kann mit diesem Lohn seine Frau und seinen Sohn gut ernähren. Er schleppt Wäschesäcke, ein jeder gut 40 Kilogramm schwer. Ich bin für die Gästewäsche zuständig. Andere transportieren Lebensmittel, Baumaterialien oder das Gästegepäck. Ich wurde am Fuß des Huangshan im Bereich Dabishan geboren und bin schon über 20 Jahre hier oben und liebe die Berge von ganzem Herzen. Alles ist gut hier und vor allem so sauber. Das Huangshan-Gebirge ist mein Zuhause. Keiner, der hier mal gearbeitet hat, möchte wieder weg. Auch ich nicht. Stufen für rund 80 Kilometer Wegstrecke. Ein großer Teil der Gebirgsregion wurde in den letzten 30 Jahren von Menschenhand erschlossen. Manchmal allerdings erwischt der eine oder andere Träger auch einmal einen leichteren Job. Nämlich dann, wenn er mit Mao Yinfu unterwegs ist. Mindestens 2 bis 3 Mal in der Woche sucht der 51-jährige Maler nach geeigneten Plätzen, um seiner Leidenschaft und Profession nachzugehen. Das Huangshan-Gebirge lässt ihn nicht mehr los. Von April bis November lebt er sogar hier oben im Hotel. »1994 kam Mao Yinfu wie so viele andere als Besucher zum Berg der Berge.
Damals lebte er noch in der Provinz Shandong. Doch gleich nach der ersten Begegnung sei ihm klar geworden, erzählt er, dass der Huangshan in Zukunft seine künstlerische Heimat werde. Auch wenn schon unzählige Werke hier geschaffen worden seien. Und so hat er bis jetzt an hunderten verschiedenen Stellen das, was er sieht und empfindet, zu Papier oder auf Leinwand gebracht. Heute, zu seiner Freude, bei strahlendem Sonnenschein. Als einer der Lehrer der Schule für Malerei am Huangshan begründete er einen eigenen Stil mit. Eine Mischung aus imposanter Darstellung, heiter zierlicher Komposition mit einem, wie er meint, frischen, heroischen Anstrich. Heute ist das Wetter am Huangshan hervorragend. Hier ist zugleich das erhabenste Gebiet, das Tal des Sihai-Gipfels. Meistens herrschen hier Wolken und Nebel vor, welche dieses Gefühl von Unheimlichkeit und Unwirklichkeit erzeugen. Gibt es sie nicht, füge ich sie dazu, denn wir Chinesen mögen dieses Gefühl der Unwirklichkeit, so wie die Grenze von irdischer und überirdischer Welt. Auch Mao Yinfu malt mit den Farbpigmenten, die aus dem Tintenstein am Fuße des Huangshan gewonnen werden. Das Huangshan ist wirklich ein schönes Gebirge. Und die vielen Maler kommen hierher, um einfach nach der Natur zu malen. Außerdem kommen ja oft auch ganz berühmte chinesische Maler, und das mehrmals im Jahr. Warum sie das Huangshan anzieht? Weil sie nur hier die Stimmung und das Gefühl von Unbeschwertheit finden, wie sie Su Xiake nach seinem Besuch hier beschrieben hat. Das Huangshan ist ohne Vergleich. Hat man es erklommen, muss man keine anderen Berge mehr sehen. Das empfinde ich auch so. Man muss kein Maler sein, um den Ansichten, die am Huangshan zu sehen sind, Namen zu geben. Diese Felsformation heißt Fei La Zhe, was frei übersetzt herbeigeflogener Stein bedeutet. Viele Besucher kommen gar nicht in den Genuss der spektakulären Ansichten, denn sie erleben die bis zu 1864 Meter hohen Gipfel in dieser Stimmung. Klare Sonnentage sind eher die Ausnahme. Oft verstecken sich die Gipfel hinter Wolken und Nebel, um ganz plötzlich wieder hervorzutreten. Diese unerwarteten Stimmungswechsel wecken in vielen das Gefühl, in einer Traumwelt zu sein. Ein Berg, der die Künstler anzieht. Einige tausend Studenten soll es an den Malschulen und Universitäten in der Provinz Anhui geben. Doch auf dem Huangshan trifft man sie nicht. Seitdem die Region zum Weltkulturerbe zählt, sind die Eintrittsgelder für den Besuch von rund 15 Euro täglich für die Studenten unerschwinglich. Deshalb kommen sie nach Hongzun, am Fuße des Huangshan. Die malerische Kulisse des Dorfes ist ein idealer Übungsplatz. Hongzun, das sogar die chinesischen Porzellanmaler immer wieder als Motiv verwenden, gilt als einzigartiges kunsthistorisches Erbe Südostchinas. Umrahmt von einem See wurde das 3000 Einwohner zählende Dorf zur selben Zeit wie das Huangshan-Gebirge in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen.
Mit seiner schlichten und dennoch eindrucksvollen Architektur zählt Hongzun zu den meistbesuchten Dörfern Chinas. Zu den meistgemalten in jedem Fall. Vor etwa 1000 Jahren soll es gegründet worden sein. Und noch heute präsentiert es sich wie damals. Verändert hat sich so gut wie nichts, außer dass sich die Lebensqualität der Bewohner verbessert hat. Mittlerweile gibt es Strom und eine Kanalisation. Aber eine gewisse Beschaulichkeit ist geblieben. Die Einwohner sind nach wie vor Bauern und Viehzüchter. Berühmt sind ihre geräucherten Schinken. Hinzugekommen sind kleinere Gasthäuser, in denen sich Touristen ausruhen und stärken können. Der Zauber längst vergangener Zeiten ist in Hongzun zu spüren und gehört für die Besucher unbedingt zum Gesamterlebnis Huangshan. In der 12. Generation lebt die Familie Qin Ping in ihrem Haus. Es ist etwa 350 Jahre alt. Gäste sind willkommen. Wer möchte, kann hier in aller Ruhe einen Tee trinken und entdeckt im Innenhof vielleicht auch die enge Verbundenheit der Familie zum Huangshan. Dieses Haus entstand in der Mitte des 17. Jahrhunderts im Baustil der Qing-Dynastie. Der größte Raum ist oben offen. Das ist typisch für diesen Stil. So kann Licht und Luft hineinströmen. Denn wegen der engen Bebauung waren Seitenfenster nicht möglich. Die Familie gehört zu den Wohlhabenderen in Hongzun. Ihre Ländereien haben sie verpachtet. Das jetzige Oberhaupt, der 73-jährige Wang Qingping, ist Bauingenieur und hat an einer Universität unterrichtet. Weltkulturerbe zu sein, beinhaltet die Verpflichtung und Verantwortung, Bestehendes zu erhalten. Eines der eindrucksvollsten Häuser von Hongzun ist seit etwa 25 Jahren nicht mehr bewohnt. Noch an ihrem Platz die Schutzgötter für ein langes Leben, Erfolg und Glück. Shou, Lu und Fu. Das Haus wurde vor etwa 250 Jahren von einem Salzhändler erbaut. Die vielen Holzschnitzereien an den Säulen und Türen, Szenen vom Leben am kaiserlichen Hof und die zahlreichen Glückssymbole waren Ausdruck des Reichtums der Familie. Mit 2000 Quadratmetern Wohnfläche gilt es als eines der größten und am besten erhaltenen Herrenhäuser am Fuße des Huangshan. Einer der Bewohner von Hongzun, der die Landwirtschaft nur noch als Nebenerwerb betreibt, ist Wang Yongbin. Im Hinterhof seines Hauses hat er sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er aus Bambus Gebrauchsgegenstände herstellt. Er verkauft sie im Dorf und beliefert einige Verkaufsstände auf dem Huangshan. Bambus wird in China sehr geschätzt. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der als Sinnbild für eine erstrebenswerte Lebenshaltung steht. Die chinesischen Schriftzeichen für Freund und Bambus sind nahezu identisch. Für Wang Yongbin ist es deshalb stimmig, dass er aus diesem Rohstoff nützliche Behälter wie Becher, Kannen und Vasen herstellt.
In einer anderen Werkstatt dagegen wird der Bambus künstlerisch bearbeitet. Einige Wochen in schwarzen Tee eingelegt, wird seine Oberfläche schwarz. Mit scharfen Werkzeugen und Geschick können dann kleine Kunstwerke entstehen. Xiang Hui ist auch ein Student für moderne Kunst und Malerei. Doch dieses Kunsthandwerk hat er noch von seinem Vater erlernt. Ihn unterstützt er in seiner Freizeit und hilft, das Familieneinkommen aufzubessern. Starke Regenfälle sind die Bewohner der Region gewohnt. Dieses imposante Gebäude ist die ehemalige Schule von Hohenzun. Normalerweise bleiben die Bänke hier seit 20 Jahren leer. Um zu zeigen, wie der Schulbetrieb einst ablief, wurde er noch einmal ausnahmsweise hierher verlegt. Der Huangshan und Hongzuns historische Kulisse ziehen nicht nur Maler an, sondern immer wieder auch Filmregisseure. Im Jahr 2000 wurde hier einer der bekanntesten chinesischen Filme gedreht, Tiger and Dragon. Er gewann 4 Oscars und füllte weltweit die Kinos. Meister Li ist da. Meister Li ist gekommen! Meister Li ist gekommen! Julien! Julien! Nur das Schwert wird bestimmen, wer im Recht ist. Wang Qingbing erinnert sich noch gut an die Dreharbeiten. Als das Ensemble hier Tiger and Dragon drehte, habe ich geholfen, Gepäck zu tragen. Die Bühne war recht imposant, mit den zahlreichen Schauspielern. Ich konnte mit eigenen Augen die Kampfszenen von Zhou Yunfa und Shan Cui sehen. Da habe ich erst einmal gesehen, wie kompliziert es ist, einen Film zu drehen. Man kann sagen, für 3 Minuten Film bedarf es 3 Jahre Übung. Nicht weit von Hongzun, ebenfalls am Fuße des Huangshan, gibt es heiße Quellen. Orte zum Wohlfühlen und Entspannen. Mindestens 3000 gibt es in ganz China. Hier genießen viele Touristen das 35 bis 38 Grad warme Wasser. Manche entspannen von den Anstrengungen der Bergbesteigung. Andere kommen allein wegen der therapeutischen Effekte. Die heißen Quellen am Huangshan mit ihrem mineralstoffreichen Wasser helfen bei Hautkrankheiten und Arthritis. Aber nicht jeder Besucher steigt den Huangshan zu Fuß hinauf. Die meisten fahren mit der Seilbahn. 20 Minuten dauert es. Wer den Berg zu Fuß erobern will, muss 4 bis 5 Stunden für den anstrengenden Weg einplanen. Das ehemalige buddhistische Kloster ist heute ein Restaurant. Von hier starten die Wanderer ihren Aufstieg. Gut 800 Höhenmeter sind zu bewältigen. Für Untrainierte ist das eine echte Herausforderung. Dazu kommt der häufige Regen, durchschnittlich an 180 Tagen im Jahr. Thank you.
Nach etwa 250 Höhenmetern die erste Granitformation mit Namen der Kerzenfelsen. Bis der Naturpark Mitte der 80er Jahre offiziell für Besucher eröffnet wurde, mussten die Menschen auf Pfaden den Berg hinaufsteigen. Jetzt sind es knapp 6000 Stufen. Gerade bei diesem Wetter ist es gut, dass es an allen Rastplätzen kleine Pavillons gibt. So kann die Familie die Pause zur Stärkung sogar ein wenig genießen. Ihr Tag hat schon um 5 Uhr morgens begonnen. Was treibt die Menschen den Huangshan hinauf? Bei diesem Wetter? Und zu Fuß? Das Huangshan ist sowohl in China als auch weltweit ein berühmtes Gebirge. Wir sind diesmal mit der ganzen Familie hauptsächlich deshalb zum Huangshan gekommen, weil wir trainieren und unseren körperlichen Zustand testen möchten. Nur mit einem kräftigen Körper kann unser Leben glücklicher und schöner werden. Das Huangshan ist ja nicht nur ein kulturelles und natürliches Erbe, sondern es ist gleichzeitig ein Weltpark der Geologie. Wegen der landschaftlichen Schönheit des Huangshan sind wir mit der ganzen Familie hergekommen, um zu erfahren, wie es ist, den Berg zu besteigen. Wir wollen gemeinsam diese Schönheit genießen. Die Faszination der Landschaft an einem solchen Tag zu genießen, fällt sicherlich schwer. Aber diese Stimmung gehört zum Mythos des Huangshan. Seit Jahrtausenden führt er die Menschen den Berg der Berge hinauf. Niemand weiß wirklich genau, seit wann. Spätestens aber seit der Gelbe Kaiser vor 5000 Jahren hier zum Himmel aufstieg. Fast 5 Stunden sind sie jetzt mit den beiden Kindern unterwegs. Nun ist es gleich geschafft. Die Aussichtsplattform am Jadescreen-Berg ist in Sicht. Die 65-jährige Yen Xin Lao ist froh, es geschafft zu haben. Heute haben wir das Huangshan erfolgreich erklommen. Das ist grandios. Zwar ist der Aufstieg beschwerlich und ermüdend, aber er beschert ein inneres Glücksgefühl. Wir haben heute mehr als 6000 Stufen geschafft. Die ganze Familie war sehr aufgeregt und hat diese Besteigung sehr zu schätzen gelernt. Denn schließlich wird man ja nicht jünger. Der liegende Buddha nennen die Chinesen diese Felsformation. Die 1000-jährige, gästebegrüßende Kiefer heißt dieser Baum. In der chinesischen Kultur ist die Kiefer das Synonym für Zähigkeit und Hartnäckigkeit. Sonnenaufgang auf dem Huangshan. Allein für diesen Anblick bleiben viele Touristen über Nacht. Es ist kalt, morgens um 5 auf 1650 Metern Höhe. Doch die überwältigenden Eindrücke entschädigen für die Mühen des langen Aufstiegs. Jetzt ist die ideale Zeit für den Start zu einer Gipfelbesteigung. Am besten gleich zum höchsten, dem Lotus Peak, 1864 Meter hoch. Auf Chinesisch Lien Hua Fung. Doch der Aufstieg ist sehr steil und nicht ganz ungefährlich. Viele der Älteren und Kinder wagen ihn nicht.
Schildkrötenfelsen heißt diese Gesteinsformation auf dem Weg nach oben. Die letzten 100 Höhenmeter haben es dann in sich. Doch das Ziel ist verlockend, denn nur wer den höchsten Gipfel erreicht, der hat den Berg der Berge wirklich bezwungen. Das empfinden besonders diejenigen, die den gesamten Aufstieg aus eigener Kraft geschafft haben. Dieses imposante Naturwunder Huangshan, voller Mystik und Magie, bietet auch von vielen anderen Gipfeln faszinierende Ausblicke. Doch die Krönung ist der höchste Punkt, auch wenn die Beine schwerer und schwerer werden. Zeit, sich an die Beschreibung des Geologen aus dem 17. Jahrhundert zu erinnern. Wer diesen Berg bestiegen hat, muss nicht weiter suchen. Schönere Bilder wird das Auge nirgends erblicken. Das junge Ehepaar ist einfach nur erleichtert. Ich war schon dreimal am Huangshan. Früher habe ich den Tiendu- und den Guangming-Gipfel erklommen, aber nicht den Yanhua-Gipfel. Heute habe ich endlich meinen Traum verwirklicht. Ich bin sehr froh und sehr aufgeregt. Ich bin am Yanhua-Gipfel und habe ihn endlich besiegt. Regenfälle sind die Bewohner der Region gewohnt. Dieses imposante Gebäude ist die ehemalige Schule von Hunzun. Normalerweise bleiben die Bänke hier seit 20 Jahren leer. Um zu zeigen, wie der Schulbetrieb einst ablief, wurde er noch einmal ausnahmsweise hierher verlegt. Der Huangshan und Hongzuns historische Kulisse ziehen nicht nur Maler an, sondern immer wieder auch Filmregisseure. Im Jahr 2000 wurde hier einer der bekanntesten chinesischen Filme gedreht, Tiger and Dragon. Er gewann 4 Oscars und füllte weltweit die Kinos. Meister Li ist da. Meister Li ist gekommen! Meister Li ist gekommen! Julian! Julian! Nur das Schwert wird bestimmen, wer im Recht ist! Wang Qingbing erinnert sich noch gut an die Dreharbeiten. Als das Ensemble hier Tiger and Dragon drehte, habe ich geholfen, Gepäck zu tragen. Die Bühne war recht imposant, mit den zahlreichen Schauspielern. Ich konnte mit eigenen Augen die Kampfszenen von Zhou Yun-fa und Shan Cui sehen. Da habe ich erst einmal gesehen, wie kompliziert es ist, einen Film zu drehen. Man kann sagen, für 3 Minuten Film bedarf es 3 Jahre Übung. Nicht weit von Hunzun, ebenfalls am Fuße des Huangshan, gibt es heiße Quellen. Orte zum Wohlfühlen und Entspannen. Mindestens 3000 gibt es in ganz China. Hier genießen viele Touristen das 35 bis 38 Grad warme Wasser. Manche entspannen von den Anstrengungen der Bergbesteigung. Andere kommen allein wegen der therapeutischen Effekte. Die heißen Quellen am Huangshan mit ihrem mineralstoffreichen Wasser helfen bei Hautkrankheiten und Arthritis.
Aber nicht jeder Besucher steigt den Huangshan zu Fuß hinauf. Die meisten fahren chinesischen Filme gedreht, Tiger and Dragon. Er gewann 4 Oscars und füllte weltweit die Kinos. Meister Lee ist da. Meister Lee ist gekommen! Meister Lee ist gekommen! Das Schwert wird bestimmen, wer im Recht ist. Wang Qingbing erinnert sich noch gut an die Dreharbeiten. Als das Ensemble hier Tiger and Dragon drehte, habe ich geholfen, Gepäck zu tragen. Die Bühne war recht imposant, mit den zahlreichen Schauspielern. Ich konnte mit eigenen Augen die Kampfszenen von Zhou Yun-fa und Shan Cui sehen. Da habe ich erst einmal gesehen, wie kompliziert es ist, einen Film zu drehen. Man kann sagen, für 3 Minuten Film bedarf es 3 Jahre Übung. Nicht weit von Hunzun, ebenfalls am Fuße des Huangshan, gibt es heiße Quellen. Orte zum Wohlfühlen und Entspannen. Mindestens 3000 gibt es in ganz China. Hier genießen viele Touristen das 35 bis 38 Grad warme Wasser. Manche entspannen von den Anstrengungen der Bergbesteigung. Andere kommen allein wegen der therapeutischen Effekte. Die heißen Quellen am Huangshan mit ihrem mineralstoffreichen Wasser helfen bei Hautkrankheiten und Arthritis. Aber nicht jeder Besucher steigt den Huangshan zu Fuß hinauf. Die meisten fahren mit der Seilbahn. 20 Minuten dauert es. Wer den Berg zu Fuß erobern will, muss 4 bis 5 Stunden für den anstrengenden Weg einplanen. Das ehemalige buddhistische Kloster ist heute ein Restaurant. Von hier starten die Wanderer ihren Aufstieg. Gut 800 Höhenmeter sind zu bewältigen. Für Untrainierte ist das eine echte Herausforderung. Dazu kommt der häufige Regen, durchschnittlich an 180 Tagen im Jahr. Einer von ihnen ist Yao Yuqin. Er lebt inzwischen auf diesem Berg, um möglichst wenige Momente des ewig dauernden Schauspiels der Veränderungen zu verpassen. Seine Fotobücher über den Huangshan werden in der ganzen Provinz Anhui verkauft. Beim Fotografieren, erzählt der 52-Jährige, verliere er immer wieder das Gefühl für Zeit und Raum. Ich arbeite bereits seit über 20 Jahren hier oben auf dem Huangshan. Seit 5 bis 6 Jahren fotografiere ich. Dabei sind einige 10.000 Bilder entstanden. Davon habe ich etwa 300 Bilder für ein Buch ausgesucht, die repräsentativ für diese Landschaft sind. Das Huangshan mit seiner Berglandschaft hat hier einen typischen Stil der Landschaftsmalerei hervorgebracht. Und ich habe früher Malerei studiert. Doch später hatte ich das Gefühl, dass ich mit der Anwendung von Maltechniken nur schwer die Verwunschenheit und Schönheit des Huangshan ausdrücken kann. So habe ich dann die Fotografie für meine Darstellung des Gebirges ausgewählt. Ich glaube, diese Kunst bringt die Schönheit des Huangshan am besten zur Geltung. Jede Jahreszeit hat für ihn ihren ganz eigenen Reiz.
Der Winter am Huangshan mit seinen häufigen Wolkenmeeren ist sehr schön. Auch klare Tage kommen oft vor. Und es kommen natürlich wenige Besucher, sodass es sehr ruhig ist. Schaut euch gerne meine Bilder aus dem Winter an. Egal zu welcher Jahres- oder Tageszeit. Die wechselvollen Wolkenmeere bilden immer wieder eine großartige Szenerie. Gleichzeitig beherrscht von Bewegung und Ruhe. Das ist die eine Seite des Huangshan. Die andere ist, dass genau diese vollendete Harmonie inzwischen aufstieg. Aus Ehrerbietung gegenüber seinem Vorfahren gab ein späterer Kaiser dem Gebirge den neuen Namen. Der Gelbe Kaiser gilt als einer der fünf mythischen Gründungsväter Chinas. Auch wenn sich in der Vergangenheit am Gelben Berg immer wieder Daoisten und Buddhisten ansiedelten und Tempel bauten, wurde die Gebirgskette niemals offiziell in den Stand eines sakralen Berges erhoben. Trotzdem kamen über 4 Jahrtausende fast alle Könige und Kaiser zum Berg der Berge. Später dann auch Parteiführer wie Deng Xiaoping. Alle zeigten sich gleichermaßen beeindruckt. Von der bizarren Landschaft, der reichen Pflanzenwelt, von den außergewöhnlichen Schirmkiefern, die sogar in der kleinsten Felsspalte Halt finden und auch die höchsten Gipfel auf über 1800 Metern verschönern. Dieser Baum symbolisiert das heutige chinesische Volk. Einer seiner 56 Äste steht für die Mehrheit der Han-Chinesen, die anderen für die 55 ethnischen Minderheiten des Landes. Auf dem nahrhaften Waldboden an den flacheren Hängen und in den Tälern des Huangshan gedeihen die unterschiedlichsten Heilpflanzen. Das Kraut der Unsterblichkeit des Gelben Kaisers sei wohl nicht zu finden, erzählt der 78-jährige He Chen Han. Der Professor für Naturmedizin kennt die Pflanzen sehr genau, die in der chinesischen Naturheilkunde eine wichtige Rolle spielen. Diese Pflanze hier heißt Tiananjin und die Frucht nach der Blüte Yeyumi. Die ist leider giftig. Aber die Wurzeln können zur Abschwellung und Schmerzlinderung verwendet werden. Dazu müssen sie zusammen mit den Blättern zerstampft werden. Dann gibt man etwas Salz hinzu und legt diese Mischung auf die betreffende Stelle. Unverzüglich geht die Entzündung zurück und die Schmerzen lassen nach. Soll diese Medizin in Form von Tabletten verabreicht werden, muss die Masse durch stetiges Verkleinern in diese Form gebracht werden. Diese hier heißt Chö Qian Ciao. Sie beruhigt oder fördert den Harndrang. Eingenommen wird die Medizin in Form eines Sudes. Sie wirkt auch gegen Hitze, Mund- und Zungentrockenheit. Und gleichzeitig reale Szenerie von Sein und Nichtsein. Mal wie von tausend Segeln, mal wie Boote im Meer. Das Huangshan ist ein magisches Gebirge, ein unbesiegbares Gebirge. Mit seinen Gedichten will er die Menschen froh stimmen, wie er sagt. Deshalb steigt er immer wieder hinauf. Bis
Bis vor etwa 1300 Jahren hieß die Gebirgskette noch Yishan. Der Name Huangshan, gelber Berg, entspringt einer Legende. Sie erzählt davon, dass der gelbe Kaiser Huangdi vor rund 5000 Jahren hier Heilkräuter für ein Unsterblichkeitselixier gesucht und gefunden haben soll und zum Himmel aufstieg. Aus Ehrerbietung gegenüber seinem Vorfahren gab ein späterer Kaiser dem Gebirge den neuen Namen. Der gelbe Kaiser gilt als einer der fünf mythischen Gründungsväter Chinas. Auch wenn sich in der Vergangenheit am Gelben Berg immer wieder Daoisten und Buddhisten ansiedelten und Tempel bauten, wurde die Gebirgskette niemals offiziell in den Stand eines sakralen Berges erhoben. Trotzdem kamen über vier Jahrtausende fast alle Könige und Kaiser zum Berg der Berge. Später dann auch Parteiführer wie Deng Xiaoping. Alle zeigten sich gleichermaßen beeindruckt. Von der bizarren Landschaft, der reichen Pflanzenwelt, von den außergewöhnlichen Schirmkiefern, die sogar in der kleinsten Felsspalte Halt finden und auch die höchsten Gipfel auf über 1800 Metern verschönern. Dieser Baum symbolisiert das heutige chinesische Volk. Einer seiner 56 Äste steht für die Mehrheit der Han-Chinesen, die anderen für die 55 ethnischen Minderheiten des Landes. Auf dem nahrhaften Waldboden an den flacheren Hängen und in den Tälern des Huangshan gedeihen die unterschiedlichsten immer wieder hinauf. Bis vor etwa 1300 Jahren hieß die Gebirgskette noch Yishan. Der Name Huangshan, gelber Berg, entspringt einer Legende. Sie erzählt davon, dass der gelbe Kaiser Huangdi vor rund 5000 Jahren hier Heilkräuter für ein Unsterblichkeitselixier gesucht und gefunden haben soll und zum Himmel aufstieg. Aus Ehrerbietung gegenüber seinem Vorfahren gab ein späterer Kaiser dem Gebirge den neuen Namen. Der gelbe Kaiser gilt als einer der fünf mythischen Gründungsväter Chinas. Auch wenn sich in der Vergangenheit am gelben Berg immer wieder Daoisten und Buddhisten ansiedelten und Tempel bauten, wurde die Gebirgskette niemals offiziell in den Stand eines sakralen Berges erhoben. Trotzdem kamen über vier Jahrtausende fast alle Könige und Kaiser zum Berg der Berge. Später dann auch Parteiführer wie Deng Xiaoping. Alle zeigten sich gleichermaßen beeindruckt von der bizarren Landschaft, der reichen Pflanzenwelt, von den außergewöhnlichen Schirmkiefern, die sogar in der kleinsten Felsspalte Halt finden und auch die höchsten Gipfel auf über 1800 Metern verschönern. Dieser Baum symbolisiert das heutige chinesische Volk. Einer seiner 56 Äste steht für die Mehrheit der Han-Chinesen, die anderen für die 55 ethnischen Minderheiten des Landes. Auf dem nahrhaften Waldboden an den flacheren Hängen und in den Tälern des Huangshan gedeihen die unterschiedlichsten Heilpflanzen. Das Kraut der Unsterblichkeit des Gelben Kaisers sei wohl nicht zu finden,
erzählt der 78-jährige He Chen Han. Der Professor für Naturmedizin kennt die Pflanzen sehr genau, die in der chinesischen Naturheilkunde eine wichtige Rolle spielen. Hat er sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er aus Bambus Gebrauchsgegenstände herstellt. Er verkauft sie im Dorf und beliefert einige Verkaufsstände auf dem Huangshan. Bambus wird in China sehr geschätzt. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der als Sinnbild für eine erstrebenswerte Lebenshaltung steht. Die chinesischen Schriftzeichen für Freund und Bambus sind nahezu identisch. Für Wang Yongbin ist es deshalb stimmig, dass er aus diesem Rohstoff nützliche Behälter wie Becher, Kannen und Vasen herstellt. In einer anderen Werkstatt dagegen wird der Bambus künstlerisch bearbeitet. Einige Wochen in schwarzen Tee eingelegt, wird seine Oberfläche schwarz. Mit scharfen Werkzeugen und Geschick können dann kleine Kunstwerke entstehen. Xiang Hui ist auch ein Student für moderne Kunst und Malerei. Doch dieses Kunsthandwerk hat er noch von seinem Vater erlernt. Ihn unterstützt er in seiner Freizeit und hilft, das Familieneinkommen aufzubessern. Starke Regenfälle sind die Bewohner der Region gewohnt. Dieses imposante Gebäude ist die ehemalige Schule von Hunzun. Normalerweise bleiben die Bänke hier seit 20 Jahren leer. Um zu zeigen, wie der Schulbetrieb einst ablief, wurde er noch einmal ausnahmsweise hierher verlegt. Der Huangshan und Hongzuns historische Kulisse ziehen nicht nur Maler an, sondern immer wieder auch Filmregisseure. Im Jahr 2000 wurde hier einer der bekanntesten chinesischen Filme gedreht, Tiger and Dragon. Er gewann 4 Oscars und füllte weltweit die... Der Huangshan ist in China ein Nationalsymbol, gleichauf mit der großen Mauer und dem Fluss Yangtze. Jeder Chinese will wenigstens einmal in seinem Leben auf diesem Berg, der eigentlich ein Gebirge mit 72 Gipfeln ist. Für die Chinesen ist der Huangshan der Berg der Berge. Sie bewundern und verehren die Felsformationen, die uralten knorrigen Kiefern und das Wolkenmeer, aus dem die Bergspitzen aufragen. Im 17. Jahrhundert schrieb der Geograf Xu Xiake: Wer auf diesem Berg gewesen ist, muss nicht weitersuchen. Schönere Bilder wird das Auge nirgends erblicken. Und er hatte viele andere Berge gesehen und bestiegen. Die berühmteste Gebirgskette Chinas liegt im Südosten des Landes in der kleinen Provinz Anhui, etwa eine Flugstunde von Shanghai entfernt. Das Gebirge hat eine Ausdehnung von 154 Quadratkilometern. Am Fuße des Huangshan liegt das Dorf Sidi.
Etwa 700 Menschen leben hier in den typischen alten Bauten im Stil der Ming- und Qing-Dynastie des 14. bis 19. Jahrhunderts. Das sehr gut erhaltene Ensemble der Wohnhäuser wurde vor einigen Jahren in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Für die stress- und lärmgeplagten Chinesen aus den boomenden Großstädten, die zum Huangshan kommen, ist Sidi eine Oase der Ruhe, ein Ort, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Abseits der früheren Handelswege gelegen, wurde Sidi von allen Kriegswirren in China verschont und konnte so seinen Charme bis heute bewahren. Für viele Besucher ist Sidi deshalb der Ausgangspunkt, um sich auf ihre Entdeckungsreise zum Huangshan einzustimmen. Die Bewohner des Dorfes leben von ihrer Landwirtschaft. Heute werden sie aus anderen Regionen beliefert. Denn seit 1990 zählt die Huangshan-Region zum Weltnatur- und Kulturerbe der UNESCO. Ausschlaggebend für die Ernennung war die einzigartige Naturlandschaft mit der seltenen Beschaffenheit der Granitgipfel, die teilweise aussehen wie riesige Stalagmiten, und die 10.000 Kiefern, die älter als 100 Jahre sind. Eingeschränkt darf das Gelände für die Besucher zugänglich gemacht werden. Die Fairyland-Brücke entstand 1985. Ein spektakulärer Anblick und faszinierende Ausblicke. Diese Schlösser an zahlreichen Aussichtspunkten am Huangshan sind eine Liebeserklärung an den Berg und an den Lebens- oder Ehepartner. Hier oben, an diesem mythischen Ort, seinen Liebes- und Treueschwur das erste Mal abzugeben oder ihn zu erneuern, ist für viele Chinesen das wichtigste Ritual am Berg der Berge. Doch er zieht nicht nur Liebespaare oder Dichter an, mittlerweile sind es vor allem professionelle Fotografen, die mit modernster Technik versuchen, die Magie dieses Naturschauspiels der wechselnden Augenblicke festzuhalten. Einer von ihnen ist Yao Yuqin. Er lebt inzwischen auf diesem Berg, um möglichst wenige Momente des ewig dauernden Schauspiels der Veränderungen zu verpassen. Seine Fotobücher über den Huangshan werden in der ganzen Provinz Anhui verkauft. Beim Fotografieren, erzählt der 52-Jährige, verliere er immer wieder das Gefühl für Zeit und Raum. Ich arbeite bereits seit über 20 Jahren hier oben auf dem Huangshan. Seit 5 bis 6 Jahren fotografiere ich. Dabei sind einige 10.000 Bilder entstanden. Davon habe ich etwa 300 Bilder für ein Buch ausgesucht, die repräsentativ für diese Landschaft sind. Das Huangshan mit seiner Bergen und Nebel, um ganz plötzlich wieder hervorzutreten. Diese unerwarteten Stimmungswechsel wecken in vielen das Gefühl, in einer Traumwelt zu sein. Ein Berg, der die Künstler anzieht. Einige tausend Studenten soll es an den Malschulen und Universitäten in der Provinz Anhui geben. Doch auf dem Huangshan trifft man sie nicht. Seitdem die Region zum Weltkulturerbe zählt, sind die Eintrittsgelder für den Besuch von rund 15 Euro täglich für die Studenten unerschwinglich. Deshalb kommen sie nach Hohenzun, am Fuße des Huangshan.
Die malerische Kulisse des Dorfes ist ein idealer Übungsplatz. Hong Tsun, das sogar die chinesischen Porzellanmaler immer wieder als Motiv verwenden, gilt als einzigartiges kunsthistorisches Erbe Südostchinas. Umrahmt von einem See wurde das 3000 Einwohner zählende Dorf zur selben Zeit wie das Huangshan-Gebirge in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Mit seiner schlichten und dennoch eindrucksvollen Architektur zählt Hong Tsun zu den meistbesuchten Dörfern Chinas. Zu den meistgemalten in jedem Fall. Vor etwa 1000 Jahren soll es gegründet worden sein. Und noch heute präsentiert es sich wie damals. Verändert hat sich so gut wie nichts, außer dass sich die Lebensqualität der Bewohner verbessert hat. Mittlerweile gibt es Strom und eine Kanalisation. Aber eine gewisse Beschaulichkeit ist geblieben. Die Einwohner sind nach wie vor Bauern und Viehzüchter. Berühmt sind ihre geräucherten Schinken. Hinzugekommen sind kleinere Gasthäuser, in denen sich Touristen ausruhen und stärken können. Der Zauber längst vergangener Zeiten ist in Hong Tsun zu spüren und gehört für die Besucher unbedingt zum Gesamterlebnis Huangshan. In der 12. Generation lebt die Familie Qin Ping in ihrem Haus. Es ist etwa 350 Jahre alt. Gäste sind willkommen. Wer möchte, kann hier in aller Ruhe